Guten Tag. Hallo. Hallo Ines. Willkommen bei der 35. Folge von, das steht ja gar nicht drauf, doch, Teil 35 mit Marc und Ines, virusonline.de. Und Ich habe keine Ahnung, warum ich hier du bin. weißt nicht, warum du hier bist. Heute ist der Er wollte 6. Mai unbedingt einen 2020. Überraschungsdreh machen. Genau. Und zwar wollte ich dir jetzt ein paar Sachen zeigen. Und zwar, guck mal, vielleicht erkennst du das gemeinsame Motiv. Wen siehst du hier? Musst du laut sagen. Batman. Und wen siehst du hier? Auch Auch Batman. Batman, naja, oder Batwoman. Also auf jeden Fall, ihr seht hier Fledermäuse und heute soll es um Fledermäuse gehen, weil wir ganz, ja, was heißt, regelmäßig, nicht sehr oft, aber regelmäßig gefragt wurden, was es denn eigentlich jetzt damit aussieht, also ob Fledermäuse jetzt böse sind und viele sagen natürlich, böse Fledermäuse sind so niedlich, also man soll sie lieb Andere haben. sagen, die sind gruselig, aber ich finde sie eher niedlich. Die meisten haben gesagt, sie sind niedlich. Ja? Ja, und man soll sie schützen, aber das kann ja falsch sein. Auch niedliche Tiere können natürlich gefährlich sein. So kann man ja keinen Seuchenschutz betreiben. Das habe ich ja schon gezeigt. Und erstmal, ja, Fledermäuse werden regelmäßig eingefangen. Das macht man so, dass man, meistens macht man es so, oder Frau so, dass man tagsüber Netze spannt vor die Höhlen oder Löcher, wo die rausfliegen aus dem Baum. Und dann fliegen die alle ins Netz. Und dann kann man denen also so den Speichel abnehmen. Das nennt man, da nimmt man so einen Wattetupfer. Frauen kennen den vom Frauenarzt mit so einem langen Stiel und so einem Wattetupfer dran. Männer kennen es als Ohrenstäbchen und so weiter. Und an Wir diesen. Frauen benutzen also keine Ohrenstäbchen. Genau. Oh, wusste ich nicht. Ich habe dich noch nie Ohrenstäbchen benutzen sehen. Das machen auch Frauen. Wenn ihr Ohrenstäbchen benutzt, postet es hier drunter. Und an diesen Wattestäbchen, an diesen Wattetupfern, die wie Ohrenstäbchen aussehen, die sind natürlich erbsubstanzfrei, die sind bakterienfrei, die sind super sauber. Die kann man aber in den Urwald mitnehmen, weil man da so ein Gefäß drin hat, wo man die danach reinstecken kann. Da bleiben Zellen aus dem Mund kleben. Von euch, wenn ihr einen Vaterschaftstest oder Mutterschaftstest oder sowas macht, oder bei den Fledermäusen eben auch die Zellen. Und da bleibt auch noch was anderes, nämlich Viren, wenn die also Viren in sich tragen und Antikörper gegen Viren, das ist jetzt ganz wichtig, wenn sie Viren mal gehabt haben, aber jetzt nicht mehr haben. Ist das okay? Also ich finde das sehr interessant, weil ich wusste zum Beispiel nicht, dass man durch einen Mundabstrich auch die Antikörper Ach feststellen so, kann. nee, da wird meistens Kann Blut macht man. abgenommen. Ja, da hast du recht. Du hast recht, da wird meistens Blut abgenommen. Ines hat wie immer recht. So. Aber es gibt auf jeden Fall, so kann man auch Erbsubstanz und vieles andere nehmen. Aber du hast recht, Blut ist besser oder für Antikörper das Wichtigste. Ach Also so, ja, wie macht man das mit dem für Blut? Viren kann man Man kann im Glück Mund haben. feststellen, Ja, oder kann man was? Glück haben. Na klar, wenn die im Hals sind, ne? Zum Beispiel, wenn das Viren sind, die sich im Hals aufhalten, kann das sein. Nein, es ist aber gut, dass du das sagst mit dem Blut. Jetzt habe ich es mal wieder zu schnell gemacht. Das Blut wird in Gefäße reingefüllt, die man aber auch im Urwald mit sich tragen kann. Weil wenn ihr natürlich da total abgelegen irgendwo seid, zum Beispiel hier, also hier ist China, könnt ihr ja sehen. Und hier, darum geht es nämlich jetzt, in Myanmar. Und in dieser kleinen Provinz hier unten in China, also in Südchina, Da leben die Fledermäuse. da leben unter anderem Fledermäuse. Und da hat man jetzt mal geguckt, ob da diese SARS-artigen oder Coronavirus-artigen Fledermäuse, da Viren zu finden sind und oder Antikörper. Und das ist gut, dass du das gerade gesagt hast mit den Antikörpern. Eine Kollegin hat nämlich nur nach Viren geguckt und war also wochenlang im Urwald aus China, eine chinesische Kollegin, und ihr Team hat mega abgekotzt, weil sie nichts gefunden haben, was wie Coronaviren aussieht. Und dann haben die Kollegen aus dem Nachbarlabor gesagt, ja, guck doch mal nach den Antikörpern. Vielleicht haben die die Krankheit schon hinter sich. Und dann stellte sich raus, die müssen keine aktiven, lebenden oder überhaupt als Erbsubstanz nachweisbaren Viren im Blut haben, sondern es reichen Also die Antikörper. Fledermäuse sind schon durch und wir haben es jetzt erst, oder wie Nee, war es das, jetzt? genau. Und das kann man so nicht sagen. Und jetzt kommt das, was dich so interessiert, weswegen du hier Ja, sitzt. total. Interessiert mich total. Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber es interessiert mich total. Warum verbreiten sich eigentlich die Viren von den Fledermäusen oder von anderen Lebewesen so auf die Menschen? Und warum ist das jetzt häufiger passiert? Also erstmal gab es ja SARS, das war so vor ungefähr 15 Jahren. Wie ihr wisst, sage ich immer, war ich damals in China. Also das alte SARS, das neue SARS, was wir jetzt als Corona kennen. Dann MERS, Also was. das Corona ist ein anderes SARS. Ja, Das musst du uns mal erklären. das Also erste SARS vor ungefähr vor etwas mehr als 15 Jahren war ein anderes Coronavirus und jetzt ist ein verändertes Coronavirus, der deswegen hört aus. man immer, dass das das neue Coronavirus ist. Ist das so? Und der Auslöser ist aber immer egal, ob es über Kamele kommt, egal über jetzt was, da kommen wir nämlich gleich zu, Pangolins, also diese, wie heißen die, Gürteltiere oder so.
Oder über noch andere Lebewesen. Die Frage ist immer, warum kommt es von den Fledermäusen? Erstens, zweitens, warum kommen die Menschen damit überhaupt in Berührung? So, jetzt war das Problem in China, dass die Wildtiermärkte, ihr wisst vielleicht, in China gibt es einen Witz, also den erzählen Chinesen und Chinesinnen, wir essen alles, was vier Beine hat, außer Tischen. Und wir essen alles, was zwei Beine hat. Nee, das glaube ich. Also da gibt es dann irgendwelche Witze. Und dieses Wildtieressen, das ist seit Jahrtausenden verbreitet. Jetzt stellt euch mal vor, man will euch euer Lieblingsessen wegnehmen. Da habt ihr keinen Bock drauf. Das heißt, man hat jetzt wirklich gesagt, in China jetzt reicht's, das machen wir nicht mehr, weil wir wissen nicht immer, was das Zwischenlebewesen ist. Und jetzt haltet euch mal fest zum Thema Arbeitslosigkeit. Dadurch sind 14 Millionen Arbeitsplätze im letzten Monat in China ungefähr weggefallen. 14 Millionen Arbeitsplätze, die oder in den nächsten Monaten wegfallen werden. Nur dadurch, dass das jetzt verboten werden soll oder teils auch schon verboten ist, Wildtiere zu verwenden. So, jetzt zu der eigentlichen Frage. Das ist aber gut. Also wir finden das gut, dass die keine Wildtiere mehr fangen und essen. Ich würde es machen. Also ich finde es gut, dass sie keine Wildtiere mehr fangen und essen. Es tut mir leid um die Leute, aber... Jetzt kommt der Dreh. Egal, ob ihr das gut oder schlecht findet, warum zur Hölle passiert das jetzt die ganze Zeit? Und dazu habe ich mir ein paar Zahlen rausgesucht. Es liegt nämlich daran, dass wir Wälder roden und immer mehr Menschen werden und den Tieren ihren Lebensraum wegnehmen. Und sie essen. Beides. So, wenn die Tiere hungrig sind, dann halten sie sich natürlich in Gebieten auf, wo sie normalerweise Angst hätten. Da würden sie normalerweise nicht hingehen. Erstens. Und zweitens gegen das... Weil ihr Lebensraum nicht mehr da ist. Ja, dann fliegen sie halt dahin, wo sie denken, vielleicht finden wir jetzt hier noch irgendwas. So, jetzt denkt ihr, ach komm, der Beneke und die Ines, das sind so Weicheier, ja, und Warmduscher. Stimmt doch gar nicht. Wir Menschen müssen uns ausbreiten, ist doch gar nicht so schlimm. So, jetzt machen wir einen Test. Ines ist nicht vorbereitet. Ach so, es gibt noch mehr Fledermäuse auf dem markierten Logo. Ist auch eine Fledermaus drauf. Von dem markierten. Und zwar betrifft das, ja, fangen wir mit den Menschen an. Also, es gab im Jahr 1804 eine Milliarde Menschen. Was denkst du, wie lange es gedauert hat, bis es 2 Milliarden gab? Wahrscheinlich nicht lange, weil sich Menschen sehr schnell vermehren. Genau. Also vielleicht, weiß nicht, also 20 Jahre später vielleicht? Ja, also damals war es 1927. Ja? Also 123 Jahre später waren es doppelt so viele Menschen. So, wir reden jetzt nicht über Verdopplung, wir reden jetzt immer nur, wann es 1 Milliarde mehr war. Die nächste Milliarde war 1960 erreicht, 33 Jahre später. Dann die nächste Milliarde, also die vierte Milliarde, war erreicht 1974. Da hat es nur noch 14 Jahre gedauert, bis 1 Milliarde Menschen mehr auf der Erde waren. Die fünfte Milliarde war 1987. Da haben einige von euch schon gelebt. Dann hat es nochmal 13 Jahre gedauert, nämlich bis zum 12. Oktober 1999. Da haben jetzt schon sehr viele von euch gelebt. Dann war die nächste Milliarde, dann die 7 Milliarden war wieder 12 Jahre später erreicht, am 31. Oktober 2011. So, und jetzt haben wir gerade, ich habe mal nachgeguckt, jetzt in diesem Moment haben wir 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde. So, wo leben die? Ja, natürlich da, wo irgendwelche anderen Tiere gelebt haben, ist doch klar. Und dann wird Feuer gemacht. Also die machen Platz, um dann da jetzt leben zu können, meinst du jetzt? Naja, wir machen den Platz, also wir roden alles, wir holzen alles ab, wir sorgen dafür. Nein, die Menschen, ja, meine ich ja, die Menschen machen sich selbst Platz und nehmen den Tieren dann den Platz weg. Genau. Immer mehr werden. Genau. Woher wissen wir, dass das wirklich so ist? Kann ja sein, dass wir nur sagen, ja, okay, gut, die Menschen nehmen überall den Platz weg, aber was hat das jetzt mit Corona und Seuchen und sonst was zu tun? Das fragst du dich ja die ganze Zeit. Ja, das frage ich mich total. Erklär mal. Das wissen wir, weil es zwei Studien gibt. Die eine Studie war aus Südchina, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Da hat die Kollegin gesehen, dass diese Corona-artigen Bestandteile, nennen wir sie jetzt mal Antikörper, in den Fledermäusen sind. Und ich rede jetzt nur von den allerneuesten Studien. Alles nagelneu. In den letzten Tagen und Wochen erschienen. Und dann sind Kollegen hingegangen und haben gesagt, in Myanmar, das ist eine andere Region, wo die vorher nie nachgewiesen wurden, diese Coronaviren dieser Art, in Fledermäusen. Zack, jetzt gucken wir einfach mal. Jetzt, wo die ganze Welt im Corona-Fieber ist. Und schauen wir an, es wurden 6 von diesen Coronaviren jetzt auf einmal gefunden. Und warum? Also 6 verschiedene, meinst du? 6 verschiedene. Nee, nicht 6 Viren. Also genau. 6 einzelne Viren. 6 verschiedene Sorten Viren, genau. 6 verschiedene Sorten Viren. Das heißt, die wandern. Du musst solche Fragen stellen. Ja, das ist gut. Ja. Die wandern aus Südchina raus und dadurch wissen wir, dass nicht nur die Fledermäuse sich verbreiten, weil sie verdrängt werden von Menschen, sondern wir wissen auch, dass die Viren sich mit denen verbreiten. So. Und der Übertritt kann dann eben deswegen erfolgen, weil die Fledermäuse ja gar nicht in so starken Kontakt mit Menschen oft sind, dass sie wiederum, wenn man das Virus jetzt als Lebewesen ansehen würde. Ihr wisst ja, die leben nicht richtig, die sind
halb tot, halb lebend, es sind Informationsstückchen, die sich verbreiten. Und diese, die Viren in den Fledermäusen treten häufig nicht direkt auf Menschen über, die brauchen dann dieses Zwischenlebewesen. Warum eigentlich immer Fledermäuse? Weil die Fledermäuse ein besonders interessantes Immunsystem haben. Also die, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Also erstens, die Fledermäuse halten viel aus. Andererseits haben sie aber ein so gutes Immunsystem, dass die Viren sich ständig verändern, weil sie halt durch Veränderung des Erbgutes, was alle Lebewesen machen, ausprobieren, ob sie da sich nicht vermehren können. Also sie haben sozusagen ein Virus und dann ein gutes Immunsystem und das Immunsystem bekämpft und dann wird es Virus stärker und dann wird wieder das Immunsystem stärker, sozusagen immer so. Ja. Und dann kommt, kommt da ein sehr guter Virus, sozusagen ein guter. Viele verschiedene, ganz viele verschiedene. Ja. Und einige treten dann über. Und jetzt auf diese Schuppentiere da, auf die Pangolins übergetreten, das ist relativ sicher, das wissen wir jetzt auch seit wenigen Tagen, ist wahrscheinlich unser Coronavirus, was wir jetzt gerade haben. Das haben die Kollegen in China schon im Februar gesagt. Und die haben sie gegessen. 2020, genau. Und die wurden gegessen. Das waren wahrscheinlich gar nicht die Fledermäuse, die teilweise in natürlichen Umgebungen, vielleicht auch da in irgendwelchen Schlafphasen waren oder nicht. Man kann sie natürlich auch aufwecken und dann trotzdem aus den Höhlen holen. Sondern es waren wahrscheinlich diese anderen Tiere. Und woher wissen wir das? Weil man jetzt das erste Mal hingegangen ist und diesen Schuppentieren auch geguckt hat, ob man die Erbsubstanz findet. Und man hat in den Schuppentieren, die man dort gefunden hat in der Region, tatsächlich alle Erbsubstanzstücke gefunden, die zu dem Corona gehören, was wir jetzt gerade auf der Welt als Pandemie haben. So, und damit ist die Sache rund. Also, die Fledermäuse haben die ganze Zeit diese Coronaviren. Die treten auf irgendwelche anderen Lebewesen manchmal über. Wenn wir aber die Tiere nicht vertreiben würden, dann würde das nicht auf Menschen übertreten oder wenn wir sie nicht essen würden. Das heißt, jetzt kommt das, was den meisten wahrscheinlich nicht gefallen wird. Es sind nicht die Fledermäuse, sondern es sind wir. Wir sind's. Wir machen das. Wir alleine machen das. Wenn wir die Tiere nicht vertreiben würden und wenn wir nicht Tiere essen würden, dann würde es einfach nicht passieren. Oder es wäre ein Freak-Unfall, der alle von mir aus 5000 Jahre mal passieren würde. Ne? Aber nicht so oft, wie wir das jetzt in letzter Zeit sehen. Und da könnt ihr jetzt sagen... Also weil es mit den anderen Viren, die jetzt Epidemien ausgelöst haben, genauso war. Oder was meinst du jetzt? Du sagtest jetzt, es ist oft passiert. Was meinst du mit oft? In letzter Zeit, genau. Ja, richtig. In letzter Zeit gab es immer wieder dieses Übertreten von Viren, wenn man so will. Das nennt man aus dem Reich der Tiere kommenden Spillover. Also das schwappt über zu uns. Und das ist in letzter Zeit häufiger passiert. Hier könnt ihr das ja sehen, ne? Mit MERS und dem alten SARS und jetzt dem neuen SARS. Das passiert so oft, wenn ihr das mal in den Zeiträumen des Lebens anguckt. Die gehen über Millionen. Da passiert was, wie gesagt, alle 1000, alle 5000, alle 100.000 Jahre. Aber jetzt sehen wir es in der Lebzeit eines einzelnen Menschen oder von euren Großeltern. Die haben vielleicht noch diese spanische Grippe miterlebt. Passiert es einfach viel zu häufig. Und es ist kein Wunder, ihr habt es gerade gehört. Wir Menschen vermehren uns wie verrückt. Und das wäre noch nicht mal so schlimm. Jetzt kommt der letzte Dreh, wenn wir uns von Pflanzen ernähren würden. Das geht. Wir machen das. Viele andere machen das auch. Ist überhaupt kein Problem. Nämlich dann würde, festhalten, 3/4 der Landfläche wieder frei werden, 3/4 des Wassers wieder frei werden, was es auf der Erde gibt. Und es würden auch ungefähr 3/4 oder sogar mehr... 3/4 des Trinkwassers, musst du sagen. Nicht des Wassers, also nicht des Salzwassers. Ja. Des Trinkwassers. Ja. Entschuldigung. Und das Kohlendioxid, was den Treibhauseffekt erzeugt, würde sich auch um 2/3 vermindern. Das ist genauso gemessen wie alles andere, was ihr gehört habt. Alles, was ich euch hier erzählt habe, sind Studien aus den letzten Tagen und Wochen. Ist kein altes Zeug, sondern ist alles neu. So, Ines, was gibt es heute Abend zu essen? Pflanzliches bei dir? Also Pizza hatten wir gestern, gibt es auch alles Mögliche. Aber was haben wir denn heute geplant? Weiß ich noch gar nicht. Ich esse Kaiserschmarrn, veganen Kaiserschmarrn. Mal wieder. Dann nehme ich auch meine Portion. Für die Forscherinnen und Forscher oder wenn ihr jemanden kennt, das ist alles, was ich euch erzählt habe, stammt aus den Zeitschriften Nature. Das ist mit der Science die wichtigste naturwissenschaftliche Zeitschrift, die es überhaupt gibt. Dann PLOS-1, so nennen wir die, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber die kennt auch jeder Naturwissenschaftler und jede Naturwissenschaftlerin. Und weil wir gerade über Zahlen geredet, noch zwei Kleinigkeiten. Fledermäuse sind super häufige Säugetiere. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Und sie können fliegen. Daher kommt das, dass Fledermäuse sich dann so schnell verbreiten, wenn eine Natur zerstört wird. Also ungefähr 20% aller Säugetiere sind Fledermäuse. Es gibt 1400 Fledermausarten. Das ist ziemlich viel. Ja, ihr seht die meistens gar nicht, aber das sind echt, das sind super viele. Und dann wollte ich noch was Letztes sagen, damit ihr mal seht, wie Menschen sich wirklich verbreiten, dass also immer neue junge Menschen nachkommen. In der Schweiz, in Japan, in Deutschland, da sehen wir auch ganz viele alte Leute.
Jetzt kommt das letzte zum Rätseln. Was denkt ihr, rätselt mal mit, was das Durchschnittsalter heute, was haben wir heute, 8. Mai 2020, stimmt das 8. Mai? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht aufs Datum geguckt. 6. Mai 2020. Heute am 6. Mai 2020, was das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung ist, schätz mal. Wahrscheinlich ziemlich jung, weil es ziemlich viele junge... Sag mal irgendeine Zahl, alle schätzen. Ja, okay, vielleicht 20. 31. Ach, also das heißt, das Durchschnittsalter der Menschen auf der Erde ist 31 Jahre. Da kriegt ihr, glaube ich, einen Begriff davon, wenn man auf die Straße geht, seht ihr nicht hauptsächlich jüngere Leute oder bis 31-Jährige oder irgendwie so eine Art Kurve oder Wolke um die 31-Jährigen, sondern wir sehen halt auch sehr, sehr viele Alte. Das ist nur in Industrieländern so. Im gesamten Rest der Welt, der ist arm, die vermehren sich natürlich noch sehr stark, die Leute dort, weil die Lebensversicherung ist, dass man viele Kinder hat, die einen dann versorgen können, wenn man alt ist. Da gibt es keine Rente. Gibt es keine Rente, nichts. Da sind die Pension. Kinder die Rente. Und der Verbrauch der Natur ist natürlich dann auch sehr, sehr stark, weil die halt nicht alle in Steinhäusern wohnen, so wie wir, sondern weil da ständig natürlich auch alles überflutet, vom Wind zerstört oder sonst wie kaputt gemacht wird. Also, was ihr heute lernen konntet, es sind nicht die Fledermäuse, es sind nicht die Tiere, es nützt nichts, sie alle umzubringen, sondern wir Menschen müssen aufhören, Tiere zu essen, Tierprodukte zu verwenden, das ganze Wasser zu verbrauchen dadurch. Denn nochmal, die meisten Lebensmittel, die auf der Erde angebaut werden, werden an Tiere verfüttert. 80% der Lebensmittel, die auf der Erde angebaut werden, werden an Tiere verfüttert zur Fleischherstellung. Das könnt ihr übrigens auch mal dadurch prüfen, wenn ihr mal einfach nur an Feldern vorbeifahrt, dann könnt ihr mal gucken, was dort eigentlich wächst. Das meiste, was ihr seht, ist Futterklee, Futtermais oder Raps für, wo dann... Tiere mit gefüttert werden. Ja, nee, das wird ja auch für Brennstoff zum Beispiel hergestellt. Aber wann sieht man denn mal etwas, was man auch wirklich essen kann auf dem Feld? So. Also was man direkt essen kann. Auch das nochmal, und damit lassen wir es dann auch gut sein, ist durch Zahlen belegt. Wenn ihr das nicht glaubt, könnt ihr das entweder googeln oder ihr schickt uns eine E-Mail. Nur, ne, also nur damit ihr nicht denkt, wir halten hier irgendwie eine Predigt oder so. Das ist nicht so. Das sind nur die Zahlen, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurden. Keine Meinung, keine Wertung, keine Weltanschauung. Jo. Also vielen Dank für die Frage, ob Fledermäuse gefährlich sind. Nö, man muss halt Tiere in Ruhe lassen. So ist das. Tschüss. Tschö.